strike like lightning and he will score like thunder. Wayne Rooney's the man that can never put under. No great is great and you could never underestimate the power of Wayne Rooney on the pitch. Das WM-Fieber ist wieder da und wer die Fußball-Weltmeisterschaft nicht zu Hause schaut, sondern sich unter Leute traut und rausgeht, ist schnell in Verlegenheit, Englisch zu sprechen. Und dann stellt sich für die denglischen Patienten wieder die Frage, wie sagt man das eigentlich? Schiri, Latte, Handspiel, Stürmer und so weiter. Ich treffe mich hier heute deswegen mal über den Dächern von Berlin im Fußballhimmel sozusagen mit Musa Okwonga, einem Experten aus Großbritannien, für dieses Spiel. Die Engländer spielen ja nicht immer besonders gut, aber sie haben die Regeln erfunden und die Sprache ist auch ganz wichtig. Ich würde gerne mal mit was Leichtem anfangen. Wir Deutschen reden ja immer von der Weltmeisterschaft oder der WM, aber das kann man wahrscheinlich auf Englisch nicht sagen. The World Cup. Yeah, and the WC? No, that's something else. That's for something else. The toilet. Ja, jetzt bin ich gerade getunnelt worden, aber weiß nicht, wie ich es auf Englisch sage. Sage ich, you tunneled me or what is it? No, you wouldn't say I tunneled, you nutmegged me. Nutmeg? Yeah, nutmeg. Like a fruit, like the... I don't know why they call it, is it pretty Cornish? Tunneled sounds better. Welche Position spielst du denn eigentlich am liebsten? Bist du Keeper, bist du Defender, Abwehr, Midfielder? Ich war Stürmer, Mittelstürmer. Stürmer, ein Stürmer. Ein Stormtrooper? We don't talk about the war today. No. Striker. Striker, yeah. Striker, okay. Striker. Also wir haben auch Squareball. Weißt du, was das heißt, oder? Ein Squareball, einen quadratischen Ball im Englischen. It's like a square. Like if I'm standing here, I pass. I'm here and like. You're right next to me. Yes. The square ball okay, is, ein Querpass. Yeah. Querpass. Yeah, 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 okay. Yeah. Also so, können wir mal spielen? Ja, we can ask. Square ball. Is this? Perfekt. Was ist eigentlich unser Schiri, der Schiedsrichter im Englischen? We're a referee, we call that. A referee, yeah. Or ref. A ref. Short version. A ref, normally. And then, does he whistle a game? He referees a game. He doesn't whistle a game. He referees a game. But he, if there's a foul, he blows for. He doesn't whistle. He blows for a foul. Ja, es wird ja viel über den Trainer gesprochen, seit Jürgen Klopp in England gelandet ist. Reden ja alle vom Trainer, aber Trainer heißt auf Deutsch ja übersetzt Turnschuh. Das kann es ja nicht sein. Right. Würdest du lieber Coach sagen, also sowas wie den Mannschaftsbus, den Teamcoach, right, oder Manager? I think in English, manager is less confusing than coach, because I think, yeah, a coach is one of those, but a manager is always clear what a manager is. Also coach kann auch ein Mannschaftsbus sein, team coach. Yes, yes, it can be a team coach, yeah. Yes. Nicht, dass sie mich noch in der Nationalmannschaft entdecken. Vieles ist ja ganz leicht eigentlich, nicht? Die Fans sind die Fans, die Ecke ist die Corner, yep. Mauer, Wall, wie sagt man, Freistoß, Free Kick? Yeah, free kick, we got that. Abseits kennt jeder, offside. Offside, yeah, aber es gibt eine Sache hier, was ist denn das hier? Das klingt ein bisschen versaut. Nein, it's a handball. Du meinst, Handgame würde ein bisschen versaut klingen, oder? That's not appropriate for family. Okay, Ja, jetzt joggen wir hier gerade um den Strafraum auf Deutsch, im Englischen, wie sagt man das? We call it the penalty box. Penalty box. Yeah, the box. The box, right. Und der Fünfer? That's the six-yard-box. Six-yard-box, okay. Kommen wir jetzt mal zur Nachspielzeit. Wie heißt das? It's injury time or stoppage time. Und die Verlängerung? Ah, that's like extra time. Extra time. Das ist ein bisschen verwirrend, a bit confusing. Strike like lightning and you score like thunder. Wayne Rooney is the man that put under. No, great is great and you can never aus, aus, das Spiel ist aus. Ja, das Spiel ist leider unentschieden ausgegangen. It's a draw, sagt man auf Englisch. Und auch die Verlängerung hat nichts gebracht. Jetzt kommt zum Elfmeterschießen, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Das Penalty Shooting! No, it's a shootout. It's a penalty. It's a shooting. It's a shootout. No, it's a shooting! No, no, it's a shooting!